Ja, Leute, wir machen weiter mit Just Cause. Das ist toll, das freut mich. Okay, der ist gerade hier. Oh, nee, aber weiß ich nicht, noch ein Last hier so. Noch ein Auftrag. Was ist das? Briefing. Dass man hier aber auch gar keinen Marker setzen kann, ne? Das ist irgendwie auch ein bisschen Panne. Kodierung. Ich weiß nicht, was wir heute machen sollen. Also ich würde sagen, noch eine Hauptmission, ja, hatten wir letztens. Ich würde echt mal liebend gern zu einem Punkt fahren. Aber wieso kann man hier keinen Marker setzen? Das ist echt voll. Das ist echt voll Panne bei dieser Map. Nehmen wir ein Auto. Ja. Hallo, wie geht's? Kann ich helfen? Tschüss. So, nehmen wir in die Richtung eher. Ja. Welche Karte? Nee, ich will heute ein bisschen, so, ich weiß nicht, was wir machen will. Auf jeden Fall in der Hauptmission erstmal nicht, weil wir noch so viel zu tun haben. Und ganz ehrlich, es macht schon echt Bock, ne? Die ganze Kacke zu machen. So, es ist echt so. Jetzt nicht mal aussteigen, oder? Oh, Entschuldigung, die, ha! Lol. Ja, der will jetzt aussteigen. Okay, wenn jemand mal nicht aussteigt, der ist oder aussteigt, Trick. Der etwas unfreundlicher. Oh, da haben wir gleich so. Oh, da haben wir glaube ich zwei Collectibles, sehe ich da. Oh ja, das ist gut. Das ist ja irgendwie alles, was bringt. Ich hab's mir dann doch überlegt. Oh ja, es wird einfach. Ich weiß, ich bin. Weiß ich? Ne, ich nicht. Ich bin nicht gemeint. Ich brauche keine Polizei, danke. Ich bin bestens klar hier. Ich finde das Game halt schon geil, du. Oh Gott, sorry, tut mir leid. Mein Fehler. Ey, wie entschuldige ich mich? Ja, so. Ich habe immer zwei Collectibles, wie ich hier gerade erkennen darf. Aber zumindest er läuft ja auch so langsam unter Rico Rodriguez, also hier in dem Teil sind wir noch. Wird nachher auch ein bisschen anders. Objekt nehmen. Ja, yeah, und was habe ich dafür bekommen? Sie haben 2 von 10 Kisten mit Zielfernrohr gefunden. Kriegen ein Zielfernrohr? Das wäre voll geil. Weil, aber guck, es gibt halt extrem wenig Missionen. Also wenn wir tatsächlich nur die Hauptmission machen, dann sind wir tatsächlich, weiß nicht, in 3-4 Stunden, vielleicht 5 Stunden fertig, so, und das wäre ja also ein voll Panne finden. Oh Gott, auf Sand will man okay. Auf Sand will man damit echt nicht fahren. Und dann danke. Objekt nehmen. Ich weiß nicht, ob es einfach immer ein Grundziel ist, so. Weiß nicht, wo bin ich denn jetzt hier? Mhm.
So, okay, also hier geht es schon mal nicht mit der Evakuierung, warum auch immer. In ein sicheres Gebiet, irgendwie ist das Gebiet total sicher. Was kann passiert haben, aber egal. Können dann hier nochmal ganz kurz da hinten hinfahren. Ja, ich weiß nicht, also jetzt so. Ich glaube, ich sehe mich schon kommen, wo ich nachher lande. Ich werde alles einsammeln, allen Scheiß machen und dann sind wir am Ende noch nicht fertig. Weißt du für mich? José möchte, dass Sie einen kleinen Raub durchziehen für La Causa. Sie checken Sie Ihren PDA, mein Freund. Na, Raub. Weil das Game hat halt schon Bock. Ich meine, klar, die neueren Teile, gerade das Score 2, da werden viele sagen, hey, da hat viel mehr Bock und so und 3 und so, macht nicht, war auch witzig. Aber ich will es natürlich gerne ausführlich spielen, weil ich habe ja schon mal gesagt, Let's Play ist meistens... Wo du die mitnimmst? Die gehört jetzt mir. So, und weil man ja ganz schön die Punkte mal farmen kann... Gerade wenn man für alles hier Punkte bekommt, für alles so. Ich weiß gar nicht, ob sie absolut im Auto sitzt, die dich überhaupt treffen können. Also auch in so einem Auto. Oder ob sie tatsächlich nur das Auto immer treffen. Ich glaube, sie treffen tatsächlich nur das Auto. Ja, das war relativ dumm. Witz gemacht. Hey, etwas Abstand bitte. Das ist ein Schlupfwinkel. Okay. Oh, Rennen kann man ja auch vor Nacht, du Elend. Mit der Steuerung, will man das überhaupt? Das ist die spannende Frage. Da sind noch mehr Collectibles. Ich will es halt schon ein bisschen ausführlicher spielen, weil wenn ich halt nur die Hauptstory mache, sind aber die Scores nicht sehr lang. Die waren nicht, ich bin später vielleicht ein bisschen länger, aber das Spiel war eigentlich noch nie die Hauptstory getrimmt. Das Schöne wäre auch, wenn es wenigstens eine Map-Taste geben würde, dann muss man das PDA dann gucken. Okay, wird erstmal gerade raus, okay. Mal sehen, mal zu einem Schlupfwinkel fahren. Fühlen die nicht hier durch, tut mir leid. So. Weil ich nehme da ein bisschen mehr, ich versuche mal ein bisschen mehr davon aufzunehmen, weil ich will das EP ja eigentlich ja schon bald hochladen, ne? Zeitpunkt der Aufnahme habe ich den noch nicht hochgeladen. In dem Fall Panne ist. Ich wollte es ja eigentlich schon lange hochgeladen haben, aber irgendwie kam ich mal dazu. Ein Ründchen Just Cause mir anzugucken. Irgendwie, weiß nicht, ich finde das halt dann doof, wenn ich das dann nicht fertig mache. So, irgendwie, weiß ich nicht. Da ist es. Ich glaube schon, was cool ist hier, wenn wir die ersten 10 Teile haben. Ein Zielfernrohr, Alter, das kann schon helfen. Hätte ich mal, das ist aber... Machen wir halt am Ende bekommen. Ich kann schon ein bisschen wie bei GTA 5, den GTA-Teilen zu sein. Da bekommt man ja einmal auch abziehen, glaube ich, im Boni. Ja, aber jetzt hab ich noch eins. Ja, fuck. Oh,
lässt sich aber auch steuern, Alter. Das wird bestimmt lustig, da mit Rennen zu fahren, mit der Steuerung. Das wird geil. Ich glaube, ich noch ein Stück von. Oh ja, oh ja. Jetzt bin ich noch ganz doof landen. Danke, Auto. Ja. Was war da so? Damit ich immer merke, wie gut die Autosteuerung hier funktioniert. Sehr nett. So, ich mache einen Sandspaziergang. Danke sehr. Mal wegnehmen. 4 von 10. Ich bin 10 Kisten. Scheinbar alle 10 Fernrohr zu haben, oder? Ja. So, und da ist jetzt so ein Schlupfloch. Da können wir als nächstes hinfahren. Denn da würde mich mal interessieren. Nee, die haben wir, die beiden, ne? Nee, die beiden haben wir schon, oder? Ich glaube, ja. Nö, können wir ein bisschen lang kommen. 5, 6, 7. Nochmal, lass uns hin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Da ist auch noch ganz viel. Also, wir haben ja richtig viel Krimskrams. Na gut, aber man muss jetzt ehrlich sagen, das ist halt der erste Teil, so. Das ist dann ja der zweite. So. Das ist ja der dritte Teil. Ja, der dritte, das ist jetzt so. Ja gut, geht aber nicht. Ja, ihr könnt so im Clubwinkel immer fahren. Weil das ja unsichtbar ist. Nein, es geht aber nicht mit dem Einsamen. Letztes Mal das Problem, es ist eigentlich auch nicht viel. Kannst du meistens immer relativ gut machen, ein bisschen Zeit haben dafür. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, so, man kann die Welt mal ein bisschen angucken, auch wenn es jetzt ein älteres Spiel ist. Und ich natürlich weiß, ältere Spiele sind manchmal auch nicht immer so beliebt, weil halt, oh, ist ja älter, es funktioniert nicht mehr so gut und so. Und hier und da, ja, aber waren aber auch irgendwie so die Anfänge, ne? Na gut, der Madfire Just Cause einfach so, auch bei Just Cause merkt man, dass das Spiel, was eigentlich für einen Anfang hat, also wie sie halt angefangen haben. Ist denn jetzt hier? Ja, gut, die Tiere landet. Soll das so sein? Also, was ist denn hier gelandet? Warte. Okay. Oh, ey, ich wollte den Zaun eigentlich nicht streifen. Ja, es sieht aber aus wie ein Auftragsgeber. Oder? Hallo? Gesperrt. Hey, lass den Scheiß! Oh. Ich habe ein bisschen festzugehauen. Tut mir leid! Hey, lass den Scheiß! Und auf die Schnauze. Okay, dann geht das nicht. So, einmal hier wieder wegfahren. Lass den Scheiß einzeln, die Schnauze. So gehört sie, so ist Rico. Nein, der Fehlteil hat mich halt übrigens nochmal auf die Just Cause-Reihe gehalten, und gerade weil ich den Teil auch nicht richtig durchgespielt habe. Ich finde Just Cause eine sehr, sehr geile Reihe. Einfach aus dem Grunde, weil ja viele sagen, na, Just Cause ist ja kein Story-Game, es ist ja nur ein Baller-Game, sagen sehr viele, weil halt Just Cause sehr viel Zerstörung bekannt ist. Für mich ist es tatsächlich auch ein Story-Spiel. Und warum es für mich ein sehr cooles Story-Game ist, das, sag mal so, das müssten wir dann mal beantworten, wenn wir das alle dreimal gespielt haben.
warum. Ich finde, dass deswegen mag ich ihn auch so gerne, den Gecko. Der hat eine echt coole Ader. Vielleicht sehe ich da wieder mehr oder ich denke mal mehr rein, keine Ahnung. Ach, man kann die Dinger auch überfahren. Ah geil, man muss ja nicht einfach aussteigen für. Und das war noch nicer. Das ist natürlich sehr spendabel, sehr freundlich. Wollen wir dann ganz kurz zum grünen Jahr und dann müssen wir kurz machen und dann kurz die oder erstmal die ganzen Scheiße da einsammeln. Ne, wir sammeln erst die Scheiße ein, dann mache ich diese eine Mission. Bin ja bald auch wieder bei 500 Punkten. Können wir ja ein paar Missionen erledigen, dass wir ein bisschen wieder vom Rang aufbessern. Da haben wir schon mal durch. Es ist ja nur Rang aufbessern, Ding sammeln und Rennen fahren. Ich glaube, mehr ist es dann. Wir müssen zusammen auf einen zweimal. Überhaupt gefallen mir ein bisschen überhaupt. Und ich investiere sehr gerne viel Zeit. Ich meine, das müsst ihr mittlerweile schon erkannt haben. Und mittlerweile habe ich heute auch wirklich vor, mehr Zeit mit den Videospielen zu verbringen. Weil ich finde, wenn man die immer so abrattert, so, weiß ich nicht. Ich spiele nicht in der Checkliste, so. Ich mache jetzt nicht so mehr so, zack, 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 okay. Los mit dem Zeit. So, ich lasse mir Games gerne Zeit. So, und ich finde halt auch ein Just Cause, wenn es alt ist, hat Berechtigung, Zeit investiert zu bekommen. Und der Regierung, wo bin ich jetzt? Ah, hier wieder. Lol, ich meine, Alter, wie geil das denn aus? Das sieht echt cool aus. Das ist echt geschickt. Echt hübsch gemacht. Echt hübsche Städtchen. Ja, was für schöne Ecken man hier noch entdeckt, Alter. Das ist ja wirklich geil. Was für schöne Ecken man hier noch sieht. Das muss man echt mal sagen. Kann man leiten das auch? Ja, leider. Muss ich das? Ich glaube ja. Was für schöne Ecken man hier sieht, also ohne Witz, das meine ich jetzt mal ernst, also was für wunderschöne Ecken man hier echt nett. Also man muss sich immer bedenken, ne, ist ein 2006, aber echt nette Ecke. Er kann sogar aufs Dach klettern. Nein, gut, ja, aber ist doch echt nicht gemacht. Kann man sich ja echt nicht beschweren. Cool gemacht. Weißt du, die ganze Zeit sind wir so in der Pampa und jetzt auf einmal Großstadt. Na, hier ein kleines Dorf, aber ich nicht. Da waren die scheiß Leiter. Was? Hallo Leiter, wo bist du? Oh, da brauche ich auch nicht mehr. Okay, für den kommen wir, geben wir Moffs. Mal vom Dach springen. Hier ist es. Ja, Objekt nehmen, okay. Bergungsmission aktiviert durch die Hintertür. Ja, Alter, noch geiler. Hola. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senior. Komm. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senior. Hey, etwas Abstand bitte. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senior. Ja, okay, ich hoffe auch, dass man den Urlaub genießt. Ah, hier oben. Alter, ist ja mal ja eine Bärensmission, glaube ich, aktiviert. Ja, geil. Also, ich bin mal gespannt, ob das dann ob am Ende dann einfach zusammengebastelt wird und gesagt, dass das gut ist. Zwei haben wir Aktentaschen gefunden. Ah, okay, in die Aktentaschen. Gut, aber jetzt,
Wunderschön gemacht, cool. Also ich bin ja Alter, das mag ich ja voll, ne? Also ein richtig schöner Spaziergang durch die wunderschöne Stadt hier. Die Zauber und Krieg und so heimgesucht wird. Hallo, aber Amigo, hoffentlich genießt du deinen Aufenthalt. Ja. Sieht gerade sogar sehr. Guten Tag, neuer Dollar. Was denn, Jörn? Oh, dann kommen wir hier hingehen. 3 von 5. Also ganz ehrlich, ich bin selten in einem Spiel spazieren gegangen, meistens mit dem Auto. Aber weil die Collectibles hier gerade so schön beieinander liegen, gehe ich gerne spazieren. Ich gehe spazieren.